Ich bin Tomasz Piwarski, habe hier an der Düsseldorfer Kunstakademie studiert, lebe und arbeite in Düsseldorf. Mein neuer Zyklus, Island, ist schon sehr inspiriert durch meinen Aufenthalt mit meiner Freundin. Wir waren 2015 zwei Wochen mit Zelt und Auto durch Island unterwegs, vollkommen antizyklisch, weil wir festgestellt haben nach zwei Tagen, dass wir uns nicht dem Touristenstrom anschließen wollen, sondern haben die Nacht zum Tag gemacht. Es gab ja gar keine Nacht, weil es war Midsommer und nachts war auch hell. Dafür haben wir Island vollkommen für uns alleine erlebt, ohne Touristen, ohne jegliche Störung. Das Licht, das Wetter, das war der schönste und der schrecklichste Urlaub meines Lebens. Natürlich schrecklich war die Kälte, weil ich hatte mir eigentlich vorgestellt, im Sommer sind 20 Grad, manchmal so wie in Schweden. Das war aber überhaupt nicht so, sondern es war wirklich eiskalt. Das Wetter wechselte jede Stunde, mal Regen, mal Schnee. Das war eine extremste Erfahrung. Es war kein wirklicher Urlaub, sondern es hatte mehr was von Survival.